Also jetzt kommen wir auf jeden Fall nicht mehr zurück zum Police Department. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Scheiße. Okay. Ja, ganz ehrlich, habe ich sehr wenig Lust zu, muss ich sagen. Was hier wohl noch alles so rumkreucht und fleucht. Oh, fuck. Ja, das sind nämlich die verschiedenen Sicherheitsstufen. Mhm. Genießen Sie unsere Auswahl gesunder Nahrung. Ich nicht. Langsam. Ja, aber die stehen halt so nah dran. Genau das meinte ich. Ist tot. Was ist bei den anderen Feuern? Ich hab aber keine Muni mehr, ne? Was? Ist das Messer jetzt kaputt oder was? Ein Messer war ja kaputt, du hattest ja zwei mit. Achso, er hat erst das Heile benutzt, okay. Da war aber jetzt noch einer. Also zwei Schuss. Scheiße. Der Markenballer euch nicht um. Jetzt ist es wieder die gleiche Situation quasi wie eben. Man könnte vielleicht da so durchkommen, ohne Munition zu verschwenden, aber. Ja. Wo denn? Steht der auch noch auf. Wie viele wir davon alleine schon verpasst haben. Ist doch schon wieder ganz schön eng mit dem Platz. Ah.
deswegen wechselte das Messer ja auch jedes Mal. Ach. Scheiße. Was zum... Ich finde, dass auf diesem Schwierigkeitsgrad auch ganz schön Munitionsmangel bereits herrscht. Ja, das stimmt. Der war bei den... Ja, oder sonst bin ich echt viel zu suchen. War auch zu finden, ne? Ja, das hätte man vielleicht auch schon mal einen Tacken früher wissen müssen. Was denn? Okay, hier geht es dann zum Beispiel nicht. Dass man schon kombinieren kann, wenn das eine Teil vorhanden ist. Ach so, das aber jetzt bei der Munition geht's nicht. Weil du gar keinen Inventarplatz mehr frei hast. Ja, ich habe gerade mit dem Armband direkt... ...direkt agiert. Ja. Habe ich doch zu viel mitgenommen. Was ist denn das überhaupt? Okay. Jetzt erst liegen. Also hier komme ich auf jeden Fall wohl nochmal zurück, denke ich. Umbrella. Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert okay. Dringend Ihre Anwesenheit. Ich frage mich, wo das G-Virus ist. Oh, meine Unterlippe. Oh, das ist eine Schreibmaschine. Schön. Schlafraumprotokoll. 18545 Toby Jackson, Zugang 3:44 bla bla bla. So, das hat natürlich definitiv auch mit irgendwas zu tun. Was wissen wir noch nicht, aber wir werden es garantiert bestimmt für irgendwas brauchen. Ja, das stimmt. Das Werkzeug kannst du eigentlich auch rauspacken, oder nicht? Ich pack's raus, ja. Sortier erst. Hab ich schon. Achso. Und zwei davon Pistole. Zwei gelbe Magnum.
Zaun. Guck mal, man sieht das richtig an der Waffe mit dem Dings da dran. Ja, das stimmt. Das ist, also die haben echt Details. Oh, guck mal, wie der mittlerweile aussieht schon, ne? So, das saubere Kostüm vom Anfang hat er nicht mehr. Ja, so ramponiert. So. Ah, was sieht das schön aus. Noch eine Tür. Bist du rausgekommen oder nicht? Nee. Nee, achso. Schrot gerade weggepackt. Was finde ich? Schrot. Haben wir da was vergessen im Gang? Nee, das habe ich nicht mitgenommen. Da müssen wir ja nochmal wieder hin. Nee, da oben drüber, das. Hä? Was meinst du? Das? Ja. Das ist die Seilbahn. Ach so. Aber die Karte, die hat sie ja jetzt auch nicht wirklich gebracht, weil. Wir haben schon alles. Ja. Stell dich doch nicht so an. Ich finde, er stimmt ein bisschen zu viel, wenn er auch angeschlagen ist. Ja, das stimmt. Er ist ja nicht schwer verletzt, ne? Alpha and Go. Die Person bewegt sich zum Westbereich. Versucht wohl das G-Virus und das Antivirus zu holen. Hier Ghost. Verstanden. Rendezvous an Punkt W3 hier Alpha Zielgebiet erreicht. Verstanden, wartet auf Zielperson. Hier Alpha Sichtkontakt mit Zielperson. Er wird den Safe auf den Roger erwarten. Signal. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns. Wieso ist das G-Virus? Achso. Virus ist im Westbereich. Alles klar. Aber. Wieso kamen denn jetzt keine Tonbandaufnahmen? Keine Ahnung. Das ist ein bisschen komisch. Ja, letztes Mal war das, ne? Haben sie vergessen. Was für ein Komplex. Okay. Muss auch nicht runterfallen. Achso, das hat einen kleinen Geländer. Was da war, ist alles ohne Geländer. Ja, genau. Sicherheit geht vor. Hier brauchen wir Stufe 4. Führungspersonalrechte für Brückenzugang erforderlich. Okay, also ein bisschen scheint es auf jeden Fall alles doch noch zu sein. Ein paar Bereiche sind da noch, die wir untersuchen müssen. Wieder eine Schreibmaschine. Da kann ich eigentlich erstmal wieder wegpacken alles.
nur Blaues. Wieder leicht durcheinander. So, ich glaube, wenn wir schon da sind, natürlich eben Umbrella. Ja, hübsch hässlich haben sie es hier. Was ist das denn? Oh, ich habe keine Ahnung, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ja, das stimmt. Scheiße, ich hätte mal doch ein grünes Kraut eben fressen sollen oder so, ey. Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich. Ja. Ach, die hat Nummer 3. Oh Gott. Was ist hier passiert? Weißt du, also auch. Sieht ihr das erst jetzt? Ich meine, ehrlich jetzt? Ah, ich glaube, wir müssen erst weiter. Das ist doch noch eine Tür. Und jetzt da, wo wir hergekommen sind, ne? Ja. Okay. Scheiße. Jetzt hätte ich natürlich doch gerne die Schrotwuhl dabei. Pass auf, da hängt einer. Das ist ziemlich cool. Baumzombies. Gott, oh Gott, das steht neben uns, ey, und... Ist er tot? Eine Verteilerkutsche. Okay. Wie gebannt wir sind. Ja, das stimmt. Das sieht echt cool aus gerade. Ich lasse es erstmal da. Wow. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich glaube, das könnte ganz gut sein, Flammenwerfer. Mhm. Weil Holz ja bekanntlich brennt.
Boah, das wäre ja ein bisschen... Das sollten die definitiv noch patchen. Ja, dass Leon, wenn er verletzt ist, wirklich so dermaßen die ganze Zeit rumstöhnt. Das ist ja schon fast so gezwungen, weil dich das nervt. Halt Kraut zu nehmen. Da geht es doch irgendwo hin. Muss man sich wahrscheinlich erstmal irgendwie frei machen. Okay. Scheint noch zu leben. Drogentestlabor. Gut. Aha. Das war dieselbe Firma. Soll das jetzt sagen, wir sollen wieder zu der Kiste zurückgehen oder was ist jetzt damit gemeint gewesen? Wir müssen das wahrscheinlich irgendwie aufmachen, ne? Das ist auch doof, dass man da immer genau vorstehen muss. Bisschen ja, umständlich. Unkraut finde ich, der Synthese für Gewächs 43. Leere Kartusche und Lösungsaufgeber platzieren. Erforderliche Menge UMB Nummer 21P-E. Einfüllen, umgehen, kühlen. Gewächs 43 zeigt beeindruckendes Wachstum. Sollte etwas Unerfreuliches geschehen, wäre es schwer zu kontrollieren. Im Fall eines unvorgesehenen Vorfalls sollte nach den oben stehenden Anweisungen ein Unkrautvernichter hergestellt werden, um den Schaden möglichst gering zu halten. Kann einfach wieder nichts mitnehmen. Lass ich auch erstmal liegen. So, das dritte Mal. Es kann ja sein, dass das jetzt, nachdem er den Brief gelesen hat, vielleicht funktioniert. Das war jetzt meine Hoffnung. Das verstehe ich nicht. Jetzt den Vernichtungskraut da herstellen. Ja, aber dann konnten wir denn noch irgendwo anders rein? Nee, oder? Doch da. Also erstmal vielleicht wieder zurückrennen. Warte, da ist eine Karte. Ach so. Ah. Hast du das gemerkt?
Nee, natürlich nicht. Bin ich da eben so dran vorbeigeäumelt oder war das nicht an? Ich bin anscheinend vorbeigelaufen. Die Zeichen brauchen wir. Ja, ich habe gehofft, dass sie vielleicht hier irgendwo stehen, aber tun sie nicht. Okay, gehen wir nochmal wieder rein. Hast du süß gemacht? Ja, ne? Machen wir das von den anderen auch? Da war ja nur ein halbes. Achso. So. Der rechte. Ja. Genau. Dann die zwei Striche. Den in der Mitte oben. Ja. Und dann wieder den rechten. Okay, und jetzt? Kannst du da wahrscheinlich wieder hingehen. Hä? Ah, nee. Ich glaube... dass hier jetzt eine Leiter ist. Oder offen ist. Da, ja. Ach, okay. So ein Plan. Ja, es wird nicht weniger. Lass ich auch erstmal liegen. Du blödes Kackspiel, echt. Warte die ganze Zeit eigentlich nur mit Spannung darauf, dass man gleich wieder gefickt wird. Ja, das stimmt. Haben wir gerade ein Zeichen? Ich glaube, das hieß kein Strom. Achso. Ja, jetzt liegt hier überall Schrot. Ey, ich kann so 5 Millionen Sachen einsammeln, ey. Mhm. Ist das eine Statue? Trophäe. Scheiße. Du brauchst das gar nicht ausmachen. Das reicht, wenn du einfach. Wenn du. So. Aber die brauchen wir anscheinend trotzdem noch, weil. Konnte auch gar nicht wegwerfen drücken. Ja, man merkt schon an dem, wie ich mich wieder verdrücke und so, dass es bei mir jetzt nicht mehr so ganz rund läuft. Das hatten wir vorhin auch schon. Muff.
Eine Batterie, glaube ich, fehlt, oder? Ich glaube, er zeigt das ja auch direkt an, wenn man das Richtige hat, ne? Die stehen gleich alle wieder auf, die blöden Penner. Oh nein. Deswegen bin ich hier auch Schrot.